In der Scheune habe ich schon nachgesehen. Da ist der Schatz nicht. Ja, mit altem Gemäuer könnte Opa ja auch den Keller meinen. Oder die alte Ruine hinter der Weide. Kann Opa mir denn mein Zeugnisgeld nicht einfach so ganz normal geben? Das hat er bei mir auch schon so gemacht. Gönn ihm doch den Spaß. Ja, Gerd, du freust dich über eine Abkühlung. Was machst du überhaupt hier? Ich will dich mal kurz hinführen. Langsam, langsam. Ganz bisschen noch. Gut. Bist du bereit? Ja. Ja? Okay. Was sagst du? Hast du die Titanic geborgen? Nicht ganz. Dafür war die aber ziemlich billig. Und irgendwann muss ich ja mal anfangen, meine eigenen Boote zu bauen. Und deinem Vater vielleicht mal sagen, dass du keine Lust hast, in seiner Steuerkanzlei zu arbeiten? Hey. Wie wollen wir das Boot eigentlich nennen? Hm? Wir? Ja, stimmt. Eigentlich ich. Ach, du. Ja. Also, wenn ich als Erste beim Boot bin, dann nennen wir es Anne Bonny. An wer? Na, die Piratin. Okay, gut. Und was, wenn zum Beispiel ich jetzt gewinne? Keine Angst, das wird nicht passieren. Oh. Linus, warte doch mal. Hast du etwas mitbekommen? Weiß es nicht. Linus! Linus! Wo bist du denn? Linus, ich kann gerade nicht. Wo bist du? Ich bin mit Elias im Einkaufszentrum, ja? Ich melde mich später. Warte, ich habe rausgefunden, dass... Okay, erzähl mir später, wo Opa dein Geld versteckt hat. Ja, ich hab dich lieb. Erster. Und hiermit... Auf dich an, Bonny. Du musst so fair gewinnen. Dachte, du freust dich über eine Abkühlung. Ich freue mich über eine Revanche. Was ist denn hier los? Linus. Was ist mit ihm? Er hat einen Unfall. Ein Unfall? Er hat einfach den Wagen genommen. Kurz vor dem Einkaufszentrum. Warum wusste der eigentlich, wie man ein Auto fährt? Ingrid. Wer hat ihm das eigentlich gezeigt? Du warst es. Ingrid. Du hast ihm doch beigebracht, wie man ein Auto fährt. Der war erst 13. Aber das wollte ich doch nicht. Wissen wir doch. Was ist denn mit Linus? Ist er im Krankenhaus? Hätte es nicht geschafft, Maya.